Ja, ich würde sagen, der spanische Wolf war siegreich. Der hat jetzt Nachwuchs und einen Riesenrudel. Hallo und willkommen zurück zu Ark Play as Dino. Höchste Zeit, dass Isegrim hier mal sein eigenes Rudel gründet. Das werden wir heute machen. Ich hab's jetzt auch raus, wie man diesen Wolfskühlschrank platziert. Das werden wir auch direkt mal machen und den irgendwo in unseren hohlen Baumstamm reinstellen, denke ich mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir können ihn jetzt auf jeden Fall auswählen und irgendwo hinstellen. Und es passt ganz gut. Das ist nämlich tatsächlich so ein Hirsch. Wir haben ja ziemlich viel Hirschfleisch gesammelt letzte Episode. Das können wir jetzt hier einlagern. Und ich glaube, wir setzen es wirklich mal hier mit rein. Irgendwo so zum Ende hin. Ich glaube, da liegt das ganz gut. Und man kann sogar drehen. Bäm. Yeah. Hirschbraten. Das sieht echt lecker aus. Und ist ein bisschen schwierig, weil wir nicht rückwärts gehen können. Wenn wir da jetzt näher rangehen, dann kann man da auch was mitmachen. Ist ein bisschen schwierig, das anzuwählen. Mit E kommen wir ins Inventar rein. Wir können es kurz aufheben noch, wenn wir wollen. Und es hat 45 Slots. Cool. Da können wir jetzt unser Fleisch reinpacken. Das hält sich nämlich nicht lange. Das ist ein bisschen gefährlich. Das wird alles ziemlich schnell schlecht. Das hat jetzt noch 6 Minuten 10 Sekunden. Hier drin hat es aber 30 Minuten. Viel besser. Dann packen wir nämlich unser ganzes Fleisch hier rein. Ich finde bestimmt gleich wieder Neues. Wir können auch Leder und so aufbewahren. Das ist gut. Dann haben wir so ein bisschen mehr Platz im Inventar, um neue Sachen zu sammeln. Dann lassen wir das alles hier und machen uns wieder auf die Socken, oder? Ja. Das sieht ziemlich cool aus. Das ist schon so ein bisschen angenagt, der Hirsch. Aber der liegt ja gut. Ein bisschen Grünzeug ist auch dabei. Wunderschön. Jetzt wollen wir natürlich auch noch einen eigenen Bau. Das heißt, wir brauchen noch mehr Ressourcen. Wir können jetzt gar keinen Kühlschrank mehr bauen. Das kann man scheinbar nur einmal. Aber wir können jetzt auch noch einen Wolfsbau bauen. Und der funktioniert als Spawnpunkt. Das heißt, andere Wölfe können dann hier auch spawnen. Verbündete Wölfe. Okay, funktioniert auch wie eine Feeding Trough und es gibt auch irgendeine Art Buff. Dafür brauchen wir Pelz, das haben wir, Hide haben wir, Chitin haben wir. Wir brauchen rohes Fleisch, das haben wir auch. Und natürlich braucht jeder Wolfsbau Rhino-Hörner, ist doch klar. Okay, das sind wohl die Trophäen für den Eingang oder so als Schmuck. Wir brauchen 2 Rhino-Hörner. Okay, das ist ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Verbündete. Wir machen uns erstmal auf die Socken und gucken, ob wir irgendwo Wölfe finden, die Lust haben, mit uns um die Häuser zu ziehen. Oder durchs Schneebiom hier. Wir sind jetzt Level 61. Das heißt, wir könnten theoretisch den einen oder anderen Wolf finden, der auch mit uns mitkommt. Das sind halt immer die Low-Level-Wölfe. Aber ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis wir irgendwann mal Level 120 oder Level 150 erreichen. Das dauert unglaublich lange. Das geht ja im normalen Ark gar nicht. Ich glaube, das Hochleveln ist irgendwie begrenzt auf bei wilden Tieren 66 Level, irgend sowas in dem Bereich. Das ist auf jeden Fall ziemlich begrenzt. Man kann da nicht unendlich hochleveln und man braucht auch ziemlich viele XP irgendwann. Von dem her bin ich mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt geht, dass wir jemals so hochleveln können. Das werden wir vielleicht irgendwann noch sehen. Oh, da ist so ein Dachs. Ziemlich gefährlich. Hier sind überall Wölfe. Yeah. Es funktioniert. Nice. Level 15. Level 25? Level 25, Level 20. Nice. Das ist ein 140er hier. Der ist halt ein bisschen größer als wir. Yeah. Aber wir haben jetzt die ersten Verbündeten. Nice. Die nehmen wir mal alle mit. Das ist auch einer von uns. Wieso kommt er nicht mit? Komm mit, du. Okay. Das funktioniert ja super. Sweet. Wir sind nicht mehr alleine. Wir haben jetzt einen Rudel. Dann nehmen wir die erstmal mit hoch zum Bau, oder? Wir müssten jetzt eigentlich direkt mal so ein Nashorn angreifen. Da bin ich echt gespannt drauf. Aber ich weiß nicht, ob das genug Wölfe sind. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Wölfe für so ein Nashorn, oder? Was meint ihr? Die sind schon groß, die Nashörner. Vielleicht finden wir ja ein kleines Nashorn. Nehmen wir die mal mit. Vielleicht finden wir auch noch mehr Wolfsrudel. Wir gucken einfach mal.
Gehen wir mal gemütlich in Richtung Mammutgründe. Da unten sind Wölfe, das ist schon mal gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da unten gab es auch Mammuts und ich glaube, da waren auch Nashörner. So, wie sieht's mit euch aus? Habt ihr was zu tun oder... Ja, die kommen gleich alle mit. 4 neue Wölfe. Super cool. Du bist ein großer Wolf. Na gut, ich nehme nur die Kleinen mit. Hier haben wir so ein Nashorn. Ich weiß nicht, ob das böse wird, wenn wir zu nah rangehen. Wir schleichen uns jetzt mal an. Du bist Level 50. Okay. Jungs, was meint ihr? Schaffen wir das? Holt's euch! Holt's euch! Jawohl! Nice! Easy peasy! Nashorn besiegt. Wir haben jetzt ein Nashorn. Und wir brauchen noch ein Nashorn-Horn. Das heißt, wir holen uns einfach noch ein Nashorn. Das ist ja echt easy. Ich glaube, die Kanus lassen uns in Ruhe. Ja, die vertragen sich mit den Wölfen. Die sind zu groß. Heult! Ziemlich cool. Unser eigenes Wolfsrudel. Jetzt level ich natürlich nicht mehr so schnell hoch, weil die alle auffressen. Okay, der Kanus ist weg. Oh, ich glaube, es gibt Stress mit den anderen Wölfen. Oh, oh. Okay. Das ist nicht so gut. Was ist das für ein Symbol? Können wir dem helfen? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht, dass dem noch zu helfen ist. Oh. Ein paar von unseren Wölfen sind ziemlich verwundet. Können wir irgendwas mit denen... Können wir die füttern oder so? Ah, okay. Wir können ans Inventar ran. Und wir können denen wahrscheinlich dann auch Fleisch geben, oder? Oh, wir können die hochleveln. Und wir können die füttern. Die haben ziemlich gute Statistiken. Ach, das bin ich, oder? okay, Access Inventory. Transfer. Das ist, glaube ich, mein Inventar. Das ist das Inventar von dem Wolf. Aber angezeigt wird auch der Wolf, ne? Level 45. Wir sind ja Level 61. Das ist ganz schön verwirrend alles. Wir können den tatsächlich hochleveln. Der hat ein bisschen weniger Hitpoints als wir. Ne? Wir haben ja 1100. Der hat jetzt mehr. Und Melee Damage kriegt auch noch ein bisschen was dazu. 240%. Wir haben 400. Okay, also wir haben deutlich mehr Melee Damage. Wir sind schon so ein bisschen stärker. Cool. Oh, der hat nicht mehr viele Hitpoints. Der hat aber genug Fleisch. Also theoretisch sollte der irgendwann hochheilen. Und du? Die müssen wir jetzt alle managen. Wir haben ganz viele Wölfe in unserem Rudel. Okay. Den können wir noch hochleveln. Die brauchen eigentlich alle ein paar Hitpoints. Also so 1000 wäre schon schön. Aber das Nashorn. Ich denke nicht, dass wir die hochleveln können, weil die verlieren ihre Hitpoints alle ziemlich schnell. Die werden wahrscheinlich früher oder später sterben. Wir können natürlich am Bau stehen lassen. Und vielleicht heilt der Bau ja. Mal sehen, was das für ein Buff ist, dieser Bau-Buff. Mach den weg. Jawoll! Irgendwer hat das Nashorn bekommen, denke ich mal. Also das Horn vom Nashorn. Oh je. Deutsch ist manchmal ganz schön schwierig. Dann gehen wir jetzt nochmal rüber zu den anderen Jagdgründen. Und ich glaube, wir jagen einfach mal so ein paar... Ich weiß nicht. Aber dann verlieren wir vielleicht welche. Wir sollten vielleicht erstmal nach Hause und hochheilen. Aber da muss ich jetzt rausfinden, wer das Horn hat. Gib mir mal das Horn. Der hat kein Horn. Der hat aber Fleisch. Ja, also die Zusammenarbeit mit den Wölfen hier hat so ein bisschen seine Tücken. Ich glaube, wir haben gar kein Horn bekommen. Also ich habe jetzt keinen Wolf gefunden, der ein Horn hat. Das heißt, wir müssen wirklich noch so ein paar Nashörner jagen gehen. Okay. Du machst uns auf die Socken. Drüben gibt es noch jede Menge davon. Ich hoffe, wir verlieren nicht zu viele Wölfe. Aber hier gibt es so viele Rudel, dass wir jederzeit wieder Nachschub kriegen, denke ich mal. Wir haben schon ein ziemlich großes Rudel. Da unten läuft was. Das ist ein Nashorn. Dann gehen wir da einfach direkt runter. Wir könnten eigentlich auch so ein paar Mammuts jagen, ne? Hauptsache hochleveln. Fliegende Wölfe. Das ist ein Archie. Wir machen jetzt erstmal das Nashorn. Go, go. Wir helfen so ein bisschen mit. Wunderbar. Ich habe nichts bekommen, glaube ich. Nee. Wenn, dann hat das Horn irgendwer anders bekommen. Mach mal den Archie weg. Die Archies sind aggressiv, auf die müssen wir aufpassen.
Jawoll. Oh, das ist alles so einfach. Alleine würde ich so einen Archie gar nicht schaffen. Die sind nämlich echt stark. Gut, dann gehen wir jetzt da vorne hoch. Da sind die anderen Mammutgründe. Und da holen wir uns dann noch so ein paar Nashörner. Da sind auch immer Nashörner dazwischen. Wir brauchen doch ein Horn. Ich wusste gar nicht, dass so wenige Nashörner Hörner haben. Oh, ich glaube, der ist geschwächt, oder wie? Was bedeutet das? Der hat so ein Symbol. 145. Okay, wir greifen den einfach mal an. Mach den weg! Yeah, die können sich überhaupt nicht wehren. Die Wölfe machen so viel Schaden. Ich weiß nicht, was das bedeutet, wenn die solche Symbole haben. Ob die da irgendwie geschwächt sind? Oder was auch immer das bedeutet. Hier haben wir ein Nashorn. Level 100. Oh, ein großes Nashorn. Mach's weg! Okay. Jetzt sollten wir langsam... Okay, wir haben das zweite Horn. Ja, wir sollten langsam das zweite Horn haben, wollte ich sagen. Jetzt haben wir auf jeden Fall zwei, zumindest das. Dann nehmen wir mal alles mit und machen uns auf den Weg nach Hause. Können wir vielleicht das Ding direkt herstellen? Wir haben ja schon alles mit... Ja, wir können es direkt herstellen. Chitin, Keratin, Hide, Pelt, Fleisch und Woolly Rhino-Horn. Go, go. Yeah. Der Wolfsbau. Und jetzt können wir den irgendwo hinstellen? Jawohl, das funktioniert. Der ist ziemlich groß. Okay, das machen wir nicht hier. Den stellen wir zu unserem Kühlschrank natürlich. Und der ist hier einmal um die Ecke, glaube ich. Ja, wir müssen hier links runter. Kommen wir alle mit, ihr Wölfe. Bleibt nirgendwo hängen. Wunderschön macht ihr das. Der Pack-Leader kommt auch. Wir haben zwei Pack-Leader, weil wir so viele Wölfe haben. Und eigentlich sind wir ja der Pack-Leader, oder? Auf jeden Fall sagen wir denen, wo sie hinlaufen sollen. Funktioniert ganz gut. Dann lassen wir die mal so ein bisschen zu Hause stehen. Wir können ja neue Wölfe rekrutieren. Ich glaube, die müssen erstmal so ein bisschen hochheilen. Die haben jetzt ganz gut gekämpft. Aber wenn man so viele hat, dann wehren sich die Gegner eh nicht mehr. Selbst die großen Mammuts haben dann keine Chance mehr. Super cool. So. Stellt euch mal alle hier hin. Ja, da steht ihr, glaube ich, gut. So. Und dann platzieren wir jetzt irgendwo unseren Wolfsbau. Yeah. Vielleicht hier so daneben? Ich weiß nicht genau, wie der aussieht, aber das sieht aus wie ein großer Felsen. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie reingehen können oder so. Mal schauen. Und? Bäm! Oh oh, wo ist denn der Eingang? Ich glaube, der Eingang ist auf der anderen Seite. Oh, hier ist der Eingang. Da sind Knochen und... Was ist das? Fleisch, oder? Das sieht total cool aus, aber... Ich habe ihn leider falsch rum platziert. Wir haben jetzt einen Häuserbuff. Home. You are near your home. Okay. Wir sind hier übrigens in der Region Murder Snow. Und... Wenn wir ein Stück da runter gehen, dann heißt es da Murder Snow, glaube ich. Und das ist dann noch kälter. Also ganz komisch. Komische Namen haben die Gegenden hier. Auf Ragnarok. Snow Cherub Lake heißt es hier. Müssen wir mal kurz darüber gucken. Hier hat es nämlich teilweise, glaube ich, minus 50 Grad oder weniger. Das ist schon echt krass. Jede Menge Wölfe. Ich glaube, da können wir wieder welche rekrutieren. Zwei. Wir müssen dringend hochleveln. Alles voller Wölfe und nur zwei kommen mit uns mit. Das ist keine große Ausbeute. Da ist einer. Das ist der 50er. Und waren das nicht zwei? Ah, das ist noch ein 60er. Nice. Ich glaube, das ist unser höchster Wolf. Ja, hier heißt es jetzt irgendwo Snow Forest. Wow. Hier gibt es so viele Regionen. Das wechselt sich die ganze Zeit ab. Murder Snow. Auf jeden Fall hat es ja minus 28 Grad, also ist schon ziemlich unentspannt hier. Nee, der Wolf ist zu groß. Okay, dann gehen wir halt wieder. Puh, das war ein echt anstrengender Tag. Zeit für ein Nickerchen, würde ich sagen. Schlafen können die Tiere auch. Ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwas bringt.
Aber man kann sich auf jeden Fall hinlegen und so ein bisschen schlafen. Das sieht jetzt auch eigentlich ganz gemütlich aus. Weiß nicht, ich würde mich jetzt eher so ein bisschen mehr einrollen. Ist ja doch recht kühl hier. Aber wir haben ja viele warme, wärmende Wölfe rund um uns rum. Nee. Unser Rudel ist ganz gut gewachsen. Jetzt müssen wir natürlich unbedingt noch irgendwie Nachwuchs zeugen. Das habe ich noch nicht geschafft. Da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wir haben ja eigentlich genug Wölfe, ne? Theoretisch sollte das schon irgendwie funktionieren. Ist nur die Frage, wie? Oh, der ist aber groß. Ich glaube, wir hauen besser ab. Oh, das ist doch ganz schön gefährlich hier. Unser deutscher Wolf war leider unfruchtbar. Frag mich nicht, warum. Also das sind einfach die ein oder anderen Bugs, die mit der Mod auftreten. Da gibt es einige von. Und nach einem Respawn mit einem neuen Wolf funktioniert das jetzt. Also da steht jetzt links unten Find a Female to Mate. Also ich denke, wir könnten jetzt theoretisch Nachzuchten zeugen hier. Also andere kleine Wölfe und so. Das müssen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ich hoffe, das funktioniert. Wir gucken erstmal, ob das mit wilden Weibchen funktioniert oder ob die in unserem Rudel sein müssen. Und dann schauen wir einfach mal, wie das dann genau läuft. Ich glaube, man ist immer ein Männchen, wenn man spawnt. Also ich bin noch nie als Weibchen gespawnt bei den Wölfen. Bei den anderen Dinos war das ja, glaube ich, anders. Aber das war, glaube ich, auch die Vorgänger-Mod. Also da gibt es viele Fragen. Da sind noch viele Fragen offen. Da muss ich noch so ein bisschen rumprobieren. Aber ich glaube, das könnte jetzt funktionieren. Weil beim deutschen Wolf hatten wir ja diese Anzeige nicht. Also hin und wieder das Spiel neu starten oder auch einfach mal neuen Dino probieren. Hilft auf jeden Fall. Da verschwinden dann viele von den Bugs, die wir so am Anfang hatten. Einfach indem man mal wieder einen neuen Charakter erstellt oder das Spiel ein paar Mal neu startet. Jetzt müssen wir erstmal zurück zu unserem Bau. Der ist ja ganz in der Nähe. Wir müssen nur noch da hoch ins Snowbiome und dann müssten wir eigentlich gleich da sein. Das ist viel gefährlicher, als es hier aussieht. Also lasst euch bloß nicht von irgendwem erwischen mit dem Wolf. Die haben wirklich nur 1000 Hitpoints und die haben nicht viel Rüstung. Also wir sind ziemlich schnell tot. So ein U-Tyrannus oder so, der macht unser ganzes Rudel weg, wenn wir nicht aufpassen. So, Stamina sieht wieder gut aus. Wir brauchen also auf jeden Fall noch so ein paar Wölfe. Mal gucken, ob wir noch welche finden. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir uns das Rudel da überhaupt übernehmen können, ne? Mal schauen, was der deutsche Wolf so treibt. Oh, der U-Tyrannus greift unsere Brüder und Schwestern an. Auf ihn mit Gebrüll. Holt ihn euch. Oh, das ist der Wolf. Oh, oh. Ich glaube, er ist weg. Vielleicht mussten wir denen gar nicht helfen. Die Wölfe sind ganz schön stark. Die haben, glaube ich, den U-Tyrannus hier zerlegt. Ja, also wir waren das nicht. Wir waren ja gerade erst da. Super cool. Das war ja einfach. Dann gehen wir jetzt wieder nach Hause. Ich bin schon ziemlich lange wieder unterwegs. Aber langsam wird's. Müssen wir mal aufpassen, dass wir alle Wölfe wieder mit nach Hause nehmen. Ah ja, da unten stehen mich noch welche. Guck mal mit hier. Oh, der ist auch voll bunt. Der ist fast so bunt wie wir. Der hat auch eine ganz ähnliche Färbung. Ich glaube, der ist rot-grün, ne? Sieht auch ziemlich cool aus. Ich weiß gar nicht, was cooler aussieht. So ein deutscher Wolf oder doch eher ein spanischer Wolf? Die sind auch ziemlich hübsch. Okay, wir sind nicht weit von zu Hause. Hier spawnen immer mal wieder so U-Tyrannus. Und natürlich Wolfsrudel ohne Ende. Und ich habe jetzt rausgefunden, wie das mit dem Mating so funktioniert. Also es ist egal, ob wir ein wildlaufendes Weibchen suchen oder eins von unseren nehmen. Hier sind jetzt mehrere. Das ist ein Männchen, das ist ein Weibchen. Ich glaube, wir paaren uns gerade mit dem 65er. Das geht ziemlich schnell, also wenn man da nicht aufpasst, dann hat man sich gepaart. Das ist mir schon passiert. Jawohl. Total cool. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch abwarten. Da gibt es, glaube ich, auch keine Anzeige oder sowas an dem Wolf selber. Der leuchtet halt dann so. Aber wir haben die Anzeige, wie lange das dauert, bis das Jungtier geboren wird. Ich glaube, wir haben alle Wölfe, ne? Da ist ein Wolf, dem müssen wir helfen. Der wird von Archies angegriffen. Helft ihm. Können wir dem... Ne, der ist zu hoch. Das Level ist zu hoch. Den können wir nicht ins Rudel aufnehmen. Macht sie weg. Vielleicht waren es doch ein bisschen viele Archies für uns. Mach die weg. Go, go, go. Ein High-Level-Archie.
95. Geschafft. Ja, war nicht so gut. Okay, aber jetzt haben alle überlebt. Bis auf den wilden Wolf. Da oben steht wieder einer. Das ist das Weibchen. Das nehmen wir auch mit. Das ist einfach stehen geblieben. Immer wenn man mit denen irgendwas macht oder denen andere Befehle gibt, dann passiert das ganz oft, dass die stehen bleiben, dass man die wieder neu auf Follow pfeifen muss. Aber jetzt sieht es alles ganz gut aus. Dann gehen wir einmal hier durchs Tal der großen Wölfe. Das ist komplett voll mit 140ern und 150er Wölfen. Total krass. Die können wir alle nicht rekrutieren, weil die alle viel zu stark sind. Die sind viel stärker als ich. Auf jeden Fall sind das richtig viele. Das sind hier bestimmt 15 Wölfe in dem Tal. Mit denen wollen wir uns auf keinen Fall anlegen. Das ist ein stärkeres Rudel, als wir das sind. Noch. Mal sehen, wie lange noch. Jetzt gehen wir mal hier hoch und schauen dann mal, wann das Jungtier geboren wird und wie das genau funktioniert. Ich habe uns hier beim deutschen Wolf einfach noch eine spanische Base aufgebaut. Ich glaube, wir haben alle. Gut. Dann stellen wir die jetzt einfach mal hier hin. Und, ja, wir können die ja hier hinstellen. Bleibt mal da stehen. So. Hier sind die anderen spanischen Wölfe. Da stehen schon so ein paar. Das hier sind alles die deutschen Wölfe. Der deutsche Wolf, den gibt es ja nicht mehr. Wir brauchten ja jetzt einen neuen Wolf. Also stehen die ganzen Wölfe da rum und das sind jetzt praktisch feindliche Wölfe und die können wir auch nicht übernehmen. Das heißt, ja, können wir leider nichts machen. Oh, doch, wir können die übernehmen. Moment. Wir können die übernehmen, weil ja der andere Tribe nicht mehr besteht, ne? Der hatte, glaube ich, gar keinen Tribe, der andere Wolf. Das ist aber alles ganz komisch in Ark. Wir können die alle easy übernehmen, das ist ja super cool. Dann haben wir jetzt doch das stärkste Rudel. Ich glaube, wir haben das stärkste Rudel auf ganz Ragnarok. Bin ich mir ziemlich sicher. Nice. Dann haben wir jetzt einen Riesenrudel. Ja, die werde ich alle übernehmen. Jetzt dauert es noch ein Weilchen, bis das Jungtier geboren wird. Unser Weibchen steht hier vorne. Das leuchtet so pink, lila. Und dann schauen wir mal, was da so rauskommt. Wir sind ja Level 77 inzwischen. Also man kann, glaube ich, wirklich mindestens bis Level 150 hochleveln. Ich weiß nicht, ob das überhaupt begrenzt ist. Das funktioniert durchaus. So. Wie sieht es mit euch jetzt aus hier? Die stehen ja schon aufeinander. Okay. Ich nehme die mal alle in unseren Tribe auf und dann melde ich mich mal zurück, wenn es soweit ist und das Jungtier geboren wird. Das dauert, glaube ich, doch noch ein ganzes Weilchen. Auf die Plätze! Fertig? Wolf! Jawohl, da ist er. Ein ganz kleiner. Wie kommen wir denn da hin? Können wir den irgendwie anwählen? Oh, müssen wir den nicht in unseren Tribe aufnehmen? Nee, der ist schon in unserem Tribe. Baby Direwolf. Nehmen wir mal die Mutter ein Stück zur Seite. Dann wird es vielleicht was. So, da ist er. Da unten. Da ist ein kleiner Babywolf. Mega cool. Können wir den irgendwie gescheit sehen? Yeah. Super cool. Und können wir den jetzt irgendwie füttern oder so? Feed. Baby Fat. Ja, also man kann die wohl füttern und das braucht aber kein Fleisch, soweit ich weiß. Der hat jetzt Fleisch. Also wir haben 56, 96 Fleisch. Und wenn ich den fütter, dann haben wir danach immer noch genauso viel, oder? Ja. Also man füttert den und der kriegt dann so viel Fleisch, wie er braucht. Aber das kostet uns nichts. Das ist natürlich super praktisch. Man kann die, glaube ich, auch nicht imprinten oder sowas. Obwohl der irgendwann imprinted werden will. In 7 Minuten. Ja. Jetzt haben wir so einen kleinen grauen Babywolf. Und der ist Level... Was bist denn du für ein Level eigentlich? Der ist Level 65 geworden. So wie das Weibchen, ne? Cool. Der hat 330 Hitpoints und 160 Millidamage. Das ist jetzt nicht so viel. Sieht's denn bei dir aus? Ja. Na gut, gehen wir mal in... Ich glaube, Hitpoints ist das Wichtigste. Die hat schon ganz schön viele Hitpoints eigentlich. Die freut sich.
Okay, dann haben wir jetzt einen Babywolf. Das ist doch mega cool. Das funktioniert also alles ganz gut. Man kann nicht super viel nachzüchten. Also das dauert dann schon ein Weilchen, bis der jetzt ausgewachsen ist und so. Und solange der nicht ausgewachsen ist, können wir auch keine weiteren Jungtiere zeugen. Das heißt, man kann immer nur einen zur Zeit nachzüchten und das dauert doch relativ lange. Die beste Variante ist wirklich, wilde Tiere zu fangen. Auch weil das mit dem Imprinten ja scheinbar nicht funktioniert. Also was heißt fangen, ne? Also wir überzeugen die natürlich mit uns zu arbeiten und es hat ganz gut funktioniert. Wir haben ja jetzt das größte Rudel auf ganz Ragnarok. Von dem her bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube, ich habe alle übernommen. Ich fühle mich jetzt auch schon deutlich sicherer hier. Das ist besser, wenn die bei uns im Rudel sind. Nicht, dass da irgendwann mal was schief geht. So feindliche Wölfe in der Anzahl sind nämlich durchaus gefährlich für uns. Ja, ich würde sagen, der spanische Wolf war siegreich. Der hat jetzt Nachwuchs und einen Riesenrudel. Die Players Dino Mod ist wirklich super, super cool. Hat echt Spaß gemacht. Und funktioniert auch alles ganz gut. Wenn man sich so ein bisschen eingespielt hat, irgendwie funktioniert es dann alles besser. Am Anfang hatte ich so meine Schwierigkeiten mit Sachen, die sich nicht platzieren lassen, mit ja, Paarungsschwierigkeiten und so weiter und so fort. Das hat jetzt alles ganz gut funktioniert. Also einfach ein bisschen probieren und ja, ein paar Mal neu starten und so, dann funktioniert das auch. Und die Mod macht einfach mega Spaß. Ja, ich würde sagen, das spanische Rudel war auf jeden Fall erfolgreich. Die haben jetzt Nachwuchs und die sind echt groß geworden. Die haben ihren eigenen Bau hier stehen und das sind jetzt bestimmt 30 Wölfe, die hier rumstehen. Also da geht schon was. Die sollten jetzt auch die U-Tyrannie hier ganz gut abwehren können. Das war's erstmal aus der Welt der Wölfe. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.